Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei knappen 30.700 US-Dollar, haben unsere 31.000 US-Dollar jetzt vor ein paar Minuten angehittet, was jetzt vor allem wichtig wird, welche wichtigen Widerstände reinkommen und was wir heute für Bitcoin erwarten können. Denn Stichpunkt Spot-ETF, du siehst es auch hier nochmal auf der unteren rechten Seite, unsere Trades laufen massiv im Profit, unser Bitcoin-Trade mit knapp 85.000 Dollar im Profit. Wie du davon auch profitieren kannst, erfährst du in diesem Video nach dem Intro. Let's go! So, also wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und hier gerne in die Community beitreten möchtest, dann lass doch gerne ein Abo da. Du kannst das Ganze dir kostenlos abonnieren, damit du hier nichts mehr verpasst. Von Montag bis Sonntag gibt es immer ein Update-Video und vor allem jetzt diese Bewegungen, Leute, die dürft ihr nicht verpassen. Ja, wir kommen nämlich genau jetzt in so eine wichtige Phase, wo du sehr, sehr detaillierte Informationen darüber brauchst, wie du deine nächsten Trades planen musst. Und genau das schauen wir uns nämlich jetzt hier heute mal an. Wir sind jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart, wie du ganz gut sehen kannst. Und Bitcoin hat versucht, unser Hoch auf der linken Seite, dass ich dir gestern und vorgestern markiert habe, dann wo ich auch gesagt habe, hey, wir müssen da erstmal dann nachhaltig drüber kommen, haben wir nochmal angelaufen. Da kannst du nämlich hier nochmal einen Strich reinziehen. 31.245 Dollar war genau dieses Hoch von unserem Body Candle Closes. Und was ist passiert, Leute? Wir sind genau, aber wirklich genau hier oben wieder reingelaufen und haben somit den Rest dieser Vector Candle komplett einmal abgeholt. Jetzt muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denn diese 30.811 Dollar scheinen mal wieder, wer hätte es gedacht, zu massiven Widerstand zu werden. Für diejenigen, die hier das erste Mal jetzt hier auf dem YouTube-Kanal sind und mich das erste Mal hier heute schauen, das war genau hier unser Top, was wir uns hier markiert hatten. Ja, das war genau hier unser Top, was wir uns hier rausgesucht haben, was wir uns hier markiert hatten, haben gesagt, hey, ja, da müssen wir nachhaltig drüber. Das ist auf jeden Fall für uns erstmal Widerstand. Und wie du ganz gut sehen kannst, probiert es Bitcoin die ganze Zeit. Wir hatten hier das kleine Fake-Out, dann hier nochmal probiert, nochmal, dann hier, das war am, wann war das? Am Dienstag, 27. Juni, nochmal probiert. Dann haben wir das Ganze am Donnerstag, 14 Uhr, also gestern, nochmal probiert. Dann heute Nacht um 2 Uhr mit unserem Daily Close nochmal und jetzt sogar mit dem 4-Stunden-Close um 6 Uhr nochmal. Also, du siehst, dass jetzt hier wirklich einige Bewegungen drin sind und vor allem die Volatilität ist auch wieder da. Das war jetzt hier mal wieder kurz eine Bewegung von 1427 US-Dollar und man muss es ganz klar sagen, jetzt wird es nämlich interessant. Denn sollten wir diesen 4-Stunden-Close so reinbekommen, wurde hier massiv abverkauft. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich gehe davon aus, dass Bitcoin diesen Wick wieder füllen wird. So ein ähnliches Szenario hatten wir auch schon mal hier an dieser Situation, wenn du dich daran zurückerinnerst, was ist passiert? Wir gehen dann nochmal ein, zwei Tage in die Seitwärtsphase und kriegen dann den Pump, somit füllen wir auch wieder diesen Wick. Bedeutet nichts anderes, wenn wir so einen Wick sehen, also so einen sehr starken Docht, dann kannst du davon ausgehen, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Market Maker hier oben genau in diese Phase hier, genau hier oben nochmal reindrücken, um die Liquidität wieder zu fischen. Denn in dieser Phase hier sind massiv Short-Positionen aufgemacht worden und es sind hier sehr, sehr viele Leute Short gegangen und haben dann auch dementsprechend Bitcoin verkauft. Und das wissen auch die Market Maker. Das heißt, in diesem Bereich liegt im Moment massive Liquidität kostenlos zum Abholen und zum Fischen. Und das heißt, die Market Maker sind immer daran interessiert, den Markt in eine gewisse Richtung zu drücken, wo Liquidität herrscht, ja, um wieder neues und frisches Kapital in den Markt reinzukriegen, weil sonst würde kein Preis zustande kommen. Ja, also das nochmal so als kleine Info für dich. Also du siehst hier Wahrscheinlichkeit, dass das heute passiert, sehr, sehr hoch. Des Weiteren muss man auch sagen, und das kannst du gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare, was meinst du? Denkst du, wir bekommen heute die finale Entscheidung zu unserem BlackRock Spot ETF? Es herrschen ja Gerüchte, dass diese heute kommen soll. Würde ganz gut zusammenpassen, denn wir haben heute auch unseren Monatsschluss und somit können natürlich BlackRock sagen, ich weiß nicht, ob das regularisch dann nochmal bessere Gründe sind, beziehungsweise
beziehungsweise auch nochmal Vorteile bringt, wenn man das Ganze dann am 1. eines Monats startet. Das heißt, morgen ist ja der 1.7. Also bedeutet, dass wir dann hier am 1.7. vielleicht unseren BlackRock Spot ETF jetzt hier, den ersten Spot ETF, gelauncht bekommen. Schreib gerne mal deine Meinung unten rein in die Kommentare. Auf jeden Fall, diese Gerüchte halten sich sehr, sehr, sehr krass. Kann ich mir dementsprechend auch meiner Meinung nach gut vorstellen. Dann schauen wir uns jetzt hier unten an, wie sieht es hier im Moment aus, und zwar wir haben wieder ein bullisches Cross auf dem 4-Stunden-Chart mit leichtem Momentum, was jetzt hier reinkommt, aber jetzt da nicht so viel reininterpretieren. Ihr wisst auch bei unserem MACD, ja, dass wir immer ab und zu auch mal hier solche kleinen Fakes dann haben und dann der Kurs wieder in die andere Richtung geht, also da würde ich mir nicht so viel reininterpretieren. Volumentechnisch weiterhin immer noch sehr wenig los. Ich gehe davon aus, dass erst sehr viel Volumen reinkommt, wenn wir über unsere 32.000 Dollar gehen. Des Weiteren RSI bei knapp 58 Punkten. Auch hier sieht das Ganze sehr tiefenentspannt aus. Also da ist noch massiv Luft nach oben. Bedeutet einfach, und ich habe es euch schon immer gesagt, ja, schon seit Wochen gesagt, ich gehe davon aus, dass der Markt die 32.000 Dollar sehen will. Und dann kommt halt wirklich drauf an, was passiert dann bei den 32.000 Dollar. Ja, wenn man sich es auf dem Tageschart nämlich anschaut, dann seht ihr das, das ist genau dieses Hoch, was rausgenommen werden muss. Wir haben über uns eine massive Minus Distribution, wenn man sich das dann hier mal anguckt. Und deshalb habe ich dann schon von Anfang an immer wieder gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in diesem Volumencluster hier oben reinlaufen, wenn die 32K fallen. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Schöne Konsolidierungsphase, die wir hier im Moment haben. Nächster FED-Zinsentscheid wird am 26. Juli sein, ein Mittwoch. Also da auch nochmal wichtige Infos natürlich für dich. 26. Juli, das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Da sollte man definitiv mal ein Auge wieder drauf werfen, denn die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass noch mal 0,25% hier erhöht werden. Also das dann auch nochmal hier auf den Tageschart. Schöne Konsolidierung, schön über diesen wichtigen Hoch sie erstmal drüber gehalten. Es wäre natürlich perfekt, wenn wir heute den Freitag über 32.000 Dollar schließen würden. Das wäre ein sehr, sehr geiler Wochenabschluss. Wir gehen jetzt rein in den 15-Minuten-Chart für dich als Daytrader. Worauf es da jetzt ankommt, welche wichtigen Support und Widerstände jetzt hier reinkommen, das erfährst du jetzt. Deshalb switchen wir direkt drüber. Let's go! So, also wir sind hier auf den 15-Minuten-Chart und wie du ganz gut sehen kannst, hatten wir gestern noch Probleme mit diesen 30.800 Dollar, sind hier dann ein bisschen abverkauft worden, haben dann hier unten perfekt einmal hier unsere ersten Vector-Candles abgeholt von diesem größeren Move, den wir jetzt hier gesehen hatten gestern Nachmittag noch. Das waren nämlich dann hier eine Vector-Candle, zwei Vector-Candles, drei Vector-Candles und dann nochmal probiert über die 30.800 Dollar drüber zu gehen. Nicht geschafft, nochmal abverkauft worden, Vector-Candle abgeholt, Support 1, Support 2, Konsolidierungsphase und dann nach unten hin ausgebrochen, um somit hier den Rest dieser grünen Vector-Candle hier nach unten dann auch nochmal zu holen. Was jetzt allerdings sehr spannend ist, ist folgendes, dass wir hier dann wieder einen schönen Bounce gesehen haben, Konsolidierungsphase, und wir haben nichts anderes gemacht, als genau dieses Tief hier unten nochmal einmal anzuhitten. Bedeutet, wir haben hier kurz vor unserem Daily Close einen wunderschönen doppelten Boden hier reingekriegt, was die Initialisierung dann dazu gegeben hat, heute Nacht um 4 Uhr im asiatischen Markt dieses Ding massiv nach oben zu pumpen, und schaut euch mal an, was da jetzt im Moment gerade abgeht. Das heißt, wir haben im Moment eine Vector Candle, zwei, drei, und hier hatten wir nochmal eine massive Vector Candle bis 31.163 Dollar nach oben. Sehr, sehr starke impulsive Vector Candle. Und auch hier bestätigt sich das Ganze wieder. Alles, was das Thema mit Vector Candles zu tun hat, schau dir auf jeden Fall mal meine Videos in den anderen Tutorials und so weiter an. Ja, auf meinen YouTube-Kanal gerne reinschauen. Da sind zwei Videos, wo ich komplett Vector Candles erkläre. Und genau das ist wieder passiert. Perfekt abgeholt. Hier finden wir jetzt wieder Support am 20er EMA, deshalb ich gehe davon aus, dass wir uns in dieser Phase jetzt erstmal weiterhin aufhalten, aber wir wieder über 30.800 Dollar müssen. Ja, auch Psi High und unser M4 Level liegt auf einem Level und zwar genau bei 31.040 Dollar. Das Hoch vom heutigen Tag liegt bei 31.283, also auch hier haben wir es wieder versucht drüber zu stoßen. Wenn wir es jetzt hier nicht drüber schaffen sollten, dann kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese ganze Bewegung heute wieder komplett abgeholt wird, wir wieder aufs Daily Open gehen, auf den Pivot Point gehen. Spätestens hier muss dann wieder ein Bounce erfolgen, dass wir hier nochmal ein schönes W-Pattern reinkriegen, ein doppelter Boden. Das wäre dann hier auf jeden Fall nochmal so eine Trade-Möglichkeit, die man durchaus eingehen könnte. Ja, mit einem knappen Stop-Loss hier erstmal dann aber auch drunter setzen. Ganz wichtig, ihr müsst euer eigenes Risk-Management dementsprechend ja auch selbst einsetzen. Ja, deshalb passt da wirklich auf. Ja, aber
das ist sowas, was ich auf jeden Fall für den heutigen Tag im Auge behalten werde, weil wir hier wunderschönen Support reinbekommen haben. Ja, aber nicht gleich sofort long gehen, nur weil wir hier unten reinstoßen und dann hier möglicherweise einen Bounce sehen, sondern man will dann hier wirklich so ein schönes Continuation sehen, ja, ein schönes Reversal dann hier an dieser Stelle, also erstmal kleine Konsolidierungsphase, schönes Reversal und dann hier weiter nach oben durchzupushen. Das ist das, worauf es heute einfach ankommt. Und wie gesagt, wir haben hier einen massiven Wick auf dem 4-Stunden-Chart und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Wick dann im Laufe des Tages oder sogar am Wochenende dann nochmal gefüllt wird. Bärisches Ziel bzw. bärische Variante wäre, wenn dieser Wick hier unten und unser sozusagen unser M2-Level nicht hält. Das bedeutet, wenn wir heute unter 30.253 Dollar marschieren sollten, gehe ich sehr stark davon aus, dass Bitcoin nochmal hier unten reingeht auf knappe 29.9 bis 30.000 Dollar. Bei unseren 30.000 Dollar haben wir immer wieder schönen Support reinbekommen, also diese 30.000 Dollar psychologisch wichtiges Level, ja, das läuft dementsprechend dann hier auch immer noch sehr, sehr gut. Das bedeutet immer so 30.000, 35.000, 40.000, aber genauso wie 25, 20, das sind immer so psychologisch wichtige Level, wo man dann immer wirklich sehr, sehr guten Support reinbekommen können und genau das ist dann hier dementsprechend dann gestern auch nochmal passiert, also beziehungsweise am Mittwoch, sorry. Das sieht da an dieser Stelle auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir noch rein Richtung Ethereum und schauen uns dann nochmal Ethereum an und ich sag's wie es ist, schaut euch das einfach mal an. Wir können wieder einen neuen Pfeil reinzeichnen, yibiaye. Und zwar ist Ethereum jetzt hier durch den Move von Bitcoin natürlich wieder auf unsere 1908 Dollar nach oben gestiegen. Und ich sag's wie es ist, ja, wir haben massive Probleme mit diesen 1908 Dollar. Wenn wir da endlich mal einen Daily Close hier drüber bekommen würden, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass wir in kürzester Zeit Richtung 2145 Dollar gehen. Aber wir schaffen es seit einer knappen Woche schon wieder nicht, hier einfach drüber zu kommen. Ja, also Support ist da, Support ist schön bei unseren EMAs, ja, und wir befinden uns jetzt genau in dieser Zone und das Spielchen kann noch ein paar Tage oder sogar Wochen weitergehen, bis sich Bitcoin entscheidet, über 32.000 Dollar nach oben hin hier durchzubrechen. Also bei Ethereum werde ich dich auf jeden Fall auch auf den Laufenden halten. Dann würde ich sagen, switchen wir nochmal rein, schauen uns die Liquidations an, da wird es nämlich auch nochmal interessant werden. Und wir schauen uns jetzt auch nochmal die Trades an. Let's go! So, wir sind jetzt hier bei unseren Liquidations. Was man erstmal jetzt sagen muss, es sind knapp 100 Millionen US-Dollar jetzt hier raus liquidiert worden an Short-Positionen. Das ist wirklich einiges. Man sieht es ja auch nochmal bei OKX, knapp 79% der Short-Positionen weg, bei Binance auch, bei Bybit 86%, Deribit 98%. Also hier hat es wirklich richtig gescheppert. Aber man muss auch dazu sagen, noch nicht so krass, wie wir das hier zum Beispiel schon mal hatten. Da wurden knapp 178 Millionen raus liquidiert. Im Moment jetzt hier knapp 61, das muss wahrscheinlich noch angepasst werden, also hier oben ja, knapp 95 Millionen Dollar jetzt hier an dieser Stelle, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden, ob wir jetzt hier noch weitere Short-Positionen fallen. Ich persönlich gehe weiterhin davon aus, wenn die 32k fallen, dass wir einen massiven Short-Squeeze möglicherweise sehen werden, weil dann einfach nicht mehr viel kommt. Ja, das, was ich dir vorhin dementsprechend auch erklärt habe. Heute nochmal wichtige Wirtschaftsdaten und zwar die PCE-Kernrate heute um 14.30 Uhr. Ich komme da auf jeden Fall raus, deshalb schau da auf jeden Fall definitiv mal rein. 14.30 Uhr wird es auf jeden Fall sehr interessant werden. Auch bei Telegram bin ich natürlich unterwegs. Wenn du da Bock drauf hast und sagst, hey, ich möchte auch noch tagsüber up to date gehalten werden, dann schau da rein. Ja, ich poste hier immer wichtige Informationen hier zum Beispiel rein bei 30.800 Dollar. Ja, wenn jetzt hier irgendwie was Wichtiges passiert, was Wichtiges reinkommt, erfährst du es hier auf Telegram sofort, genauso wie den BIP und so weiter. Ja, oder dann hier auch mögliche Liquidation Levels. Und das ist genau das. Diesen Block, den habe ich euch gestern hier reingepackt. Ja, und dieser Block, Leute, ging hoch bis 31.100 US-Dollar. Jetzt gehen wir mal kurz zurück. Also hier seht ihr, das sind alles Short-Positionen, die rausliquidiert werden würden, wenn Bitcoin es auf 31.140 Dollar schafft. Jetzt gehen wir mal hier rein und wo ist Bitcoin hingelaufen? Genau auf 31.300 Dollar. Ja? Und diese Informationen hattest du gestern schon um 12.12 Uhr, ja? Mit diesem massiven Block hier oben. Also deshalb da auf jeden Fall reinkommen. Link findest du unten in der Videobeschreibung. In
diesem Sinne schauen wir noch kurz unsere Trades an. Also hier mit weiterhin knapp 85.000 Dollar hier im Profit. Verheimliche euch dann nichts. 9.500 Kontrakte sind dementsprechend offen. 27.500 Dollar sind dementsprechend schon safe, wenn du dich darüber registrieren möchtest. Und es gibt ein richtig geiles Announcement in den nächsten 2-3 Tagen. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, schon mal einen Femex-Account anzulegen mit meinem Affiliate-Link, weil es gibt eine sehr, sehr geile Aktion wieder über meinen Affiliate-Link. Leute, da könnt ihr sehr gespannt sein. Deshalb jetzt schon mal gerne einen Account erstellen, wenn du da Bock drauf hast. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag erstmal, denn hier werde ich weiterhin nichts machen. Ich werde weiterhin meine Positionen so offen lassen, weil, ja, Tradingplan verfolgen, Fokus behalten. Auch hier, bei wo ich nachgekauft habe bei 25.000 Dollar, haben mich viele Leute ausgelacht, haben viele Leute gesagt, Basti, wie kannst du bei 25.000 nachkaufen? Ihr müsst euren Tradingplan treu bleiben. Das ist das oberste Gut, ja, was ihr habt. Und dementsprechend wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Gib gerne dem Video einen Daumen nach oben und dann hören wir uns zum morgigen Update-Video. Und wenn es irgendwelche Infos geben sollte zum Spot-ETF, erfährst du es in Telegram. Instant, und zwar sofort. Vielen lieben Dank für dein Abo, für dein Like. Hau rein, dein Basti. Ciao, ciao.